So, vielen Dank, meine Damen und Herren, liebe Herren vom Vorstand. Die SPD wird mich nicht mehr als Kanzlerkandidaten aufstellen. Dazu müsste sie mich jetzt mal zunächst wieder als Parteimitglied reumütig aufnehmen. Also das wird noch ein bisschen dauern und dann werde ich die 90 überschritten haben. Also vergessen wir das mal. Aber gleichwohl bin ich der Meinung, und das wollten Sie andeuten, dass natürlich in Deutschland und für Deutschland auch eine ganz andere Politik möglich wäre, als sie gemacht waren. Aber weil eben es in der Politik unterschiedliche Möglichkeiten gibt, deshalb gibt es ja politischen Streit und deshalb gibt es auch ein Ringen. Wenn es immer nur eine Möglichkeit gäbe, könnte man einen Verwaltungsbeamten einsetzen, der die Politik betreibt und der Rest geht seinen bürgerlichen Geschäften nach. Weil das eben nicht so ist, ist es eben so, dass wir streiten müssen und auch streiten wollen. Und das werden wir heute Morgen auch mit der Herrn Blocher eine sehr streitbaren der Menschen gehört, der auch immer wieder gegen den Zeitgeist gestritten hat und damit vielleicht aber auch dann für den richtigen Zeitgeist möglicherweise gesorgt hat. Ich rede in der Schweiz als Deutscher, als einer, der zwar die Schweiz immer wieder besucht, über viele Jahre als Skifahrer und Bergwanderer, aber im Wesentlichen doch einer von der Außensicht. Ich habe mir überlegt, wie steige ich jetzt ein in das Thema, wie stelle ich den Kontakt zu Ihnen her. Ich habe mich entschieden, dass ich ihn so erstelle, indem ich Ihnen schildere, wie ich eigentlich mit der Schweiz bekannt wurde. So, letztlich wurde ich dadurch bekannt, dass meine Eltern entschieden, dass sie im Wallis als Ski liefen. Da ging ich noch zur Schule. Und von dort aus kam dann stufenweise der Bekanntschaft mit der Schweiz. Und deshalb waren wir immer über die Weihnachtsferien ins Wallis fuhren. Und damals gab es kein Internet, kein Radio und nichts. Das Einzige, was lag im Walliser Hof, im Bellwald, das war der Walliser Bote. Den habe ich mir dann immer geholt. Und meine politischen Grundkenntnisse über die Schweiz stammen aus den Walliser Boten der 60er Jahre. Bellwald, wo wir Urlaub machen, hatte damals keinen Straßenanschluss. Im Winter gab es nur eine kleine Seilbahn vom Bahnhof Fürgangen für vier Personen. Und Strom war überhaupt erst im Jahre 1935 in den Ort gekommen. Unser freundlicher Vermieter war ein Lehrer aus Brieg. Der hatte sich dort oben mal das Ferienhaus gebaut und reiste immer dann aus Brieg an, um uns das Häuschen zu übergeben. Dieser freundliche Vermieter, ein typischer Deutsch-Schweizer, machte immer wieder da launisch-kritische Bemerkungen über die Zuverlässigkeit der Welschen, in Anführungszeichen. Auch den Ausdruck habe ich von ihm gelernt. Ich las ihn sonst nur bei Johanna Spyri. Und ich begann mich auch mit Hilfe des Walliser Boten für das Zusammenleben in der Schweiz zu interessieren, natürlich vor allem eben schon immer der zweisprachigen Wallis. Ist ja auch irgendwie eine historische Einmaligkeit, dass sich eine staatliche Einheit wie das Wallis praktisch seit mehr als 1000 Jahren existiert, wesentlich älter als die Schweiz und immer zweisprachig war, wobei mal die Deutschen und mal die Franzosen das Oberhand hatten. Ich habe dann auch gelernt, dass mal der deutsche Bischof aus Brieg über das ganze Wallis herrschte, mal der französische Bischof aus Dassillon. Und auf dem Talboden wanderte die deutsch-französische Sprachgrenze immer hin und her. Ich lernte an dieser Geschichte, dass in der Schweiz keineswegs nur immer eitel Harmonie herrschte. Auch die Auseinandersetzung der Urkantone mit den Habsburgern war natürlich nicht die einzige der Konfliktquelle. Es ging auch immer um massiven konfessionellen Streit. Es ging um geistige und weltliche Macht. Es ging um den Gegensatz von Stadt und Land. Es ging um die Unabhängigkeit und Selbstverwaltung der Städte. Und es ging auch um die Auseinandersetzung zwischen den Sprachgruppen. Denn auch das habe ich dann gelernt, auch die Schweizer hatten ihre Kolonien, die Deutschschweizer, nur sie lagen praktischerweise nicht in Afrika, sondern jenseits der Höhenzüge am Genfer See und im Tessin und so weiter. Und später hat man sich dann entschieden, dass man diese Kolonialbeherrschten zu Vollschweizern erklärt und so entstand der Willensnation Schweiz. Jedenfalls könnte man das so auch ausdrücken.
Und es galt auch hier immer Schillers Wort. Sie kennen ja meist nur ein Wort von Schiller, nämlich den Rüttli-Schwur. Aber es galt auch immer Schillers Wort. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Das heißt, Kern jeder Souveränität ist die Wehrhaftigkeit. Ohne Wehrhaftigkeit keine Souveränität. Und dazu gehört auch ein notfalls unbedingter Kampfwille. Die Schweizer selber brachten natürlich auch nicht alles zustande. Sie waren auch in einer gewissen staatlichen nach der Stagnation, bis dann Napoleon kam. Napoleon warf alles total durcheinander und erschuf die im Prinzip noch heute geltende regionale Neuordnung der Schweiz. Jedenfalls habe ich bei einem Besuch in St. Gallen gelernt, dass das heutige der St. Gallen als der Kanton letztlich ja nur durch den Napoleon entstand. Natürlich wurde auch Napoleon bald der Boden zu heiß in der Schweiz. Er überließ der Republik Helvetien sich selbst und handelte nach dem von ihm genannten Motto: Man kann mit Bajonetten alles tun, außer auf ihnen sitzen, was ja auch eine wichtige Lehre ist. Souveränität funktioniert nur, wenn es gelingt, eine stabile Ordnung herzustellen, die letztlich auch von den Beteiligten akzeptiert wird. Da hatten die Schweizer ihren eigenen Weg. Ich bin ja mehr als gelernter Ministerbeamter mehr für die Abkürzungen, aber ich habe dann lernen müssen, dass in der demokratischen Schweiz, so wie ich sie in den Waliser Boten oder im Radio DSR, wenn wir Autofuhren verfolgen konnte, das fand ich doch immer sehr anstrengend und sehr aufwendig. Manches dauerte etwas länger. Das galt ja nicht nur für das Stimmrecht der Frauen, sondern auch für den Straßenbau. Wir fuhren zunächst mit der Bahn, irgendwann schaltete die Familie aufs Auto um. Und natürlich war es immer wieder legendär, plötzlich am unvermittelten Ende der Autobahn bei der Lorach dann im Stau zu stehen in Basel. Und wir konnten viele Jahre in vorweihnachtlicher Zeit in langsamer Vorbeifahrt die Fassade des Badischen Bahnhofs bewundern, während man im Kanton Basel über die Führung der Autobahntrasse diskutierte und später jahrelang vor dem Bahnhof den Tunnel baute. Dann war das vorbei. Ungefähr zur gleichen Zeit änderten wir dann unser Urlaubsziel und fuhren ins Engadin in Skiurlaub. Und dann nahmen wir die südliche Umfahrung von Zürich, wo wir dann jahrzehntelang im Stau zu sehr guten Kennern des Baustils der Züricher Vorstädte wurden, weil es einfach mit der südlichen Umfahrung nicht voranging. Also am Ende ist sie aber doch entstanden und jetzt kann man sie auch befahren. Die Schweizer Verwaltung, lernte ich aber auch, kann auch sehr pragmatisch sein. In den 80er Jahren, ich fuhr das Auto und fuhr mittlerweile mit der eigenen Familie, nicht mehr mit meinen Eltern, gerieten wir auf dem Weg von Bern nach Kandersteg, kurz vor dem Thuner See, in eine Radarfalle. Die Polizei winkte, Sie kennen alle diese Radarfalle, nehme ich an. Die Polizei winkte uns raus und es war eine saftige Strafe. Von damals, das waren die Anfang der 80er Jahre, 170 Franken fällig. Es standen einige Autos da, alles deutsche Nummernschilder. Und der Verkehr rauschte vorbei, Belgier, Holländer, Schweizer, Nummern. Und er rauschte genau in dem Tempo, in dem wir auch gefahren waren. Ich sagte zu den Polizisten, die fuhren doch alle genauso schnell. Ja, sagte er und lächelte fein, wir haben aber sie angehalten. Und seitdem durchquere ich die Schweiz nur noch mit eingeschaltetem Tempomaten. In den 70er Jahren entnahm ich dann neben vielen anderen interessanten Nachrichten, aber da würde die Rede zu lang werden, gar einen Bericht über die Gurtanlegequote in der Schweiz. Die wurde auch nach heftigen Diskussionen, wurde die Gurtanlegepflicht in der Schweiz irgendwann eingeführt. Und das war ein Bericht im Waliser Boten über die Gurtanlegequote. Ich erinnere mich, in der deutschen Schweiz 80%, in der romanischen Schweiz 60%, im Tessin unter 30%. Aha, dachte ich, die Eigenarten der Völker halten sich eben doch sehr gut in der Schweizer Willensnation. Dazu gehört eben auch, dass jeder auf seine Weise spricht.
auch wenn das bisweilen ein bisschen babylonisch klingt. Ich habe mittlerweile ein bisschen Schweizer Dialekt gelernt, nicht jeden Dialekt, viele verstehen ja die Schweizer selber nicht, aber doch so den also Dialekt, wie er im also DSR gesprochen wird, das kann ich so einigermaßen verfolgen. Ich wunderte mich dann aber auch immer wieder über die Schweizer Vielsprachigkeit. Anfang der 80er Jahre war ich als Bonner Ministerbeamter auf einem Arbeitsbesuch beim Genfer Flughafen. Dort hielt uns der Geschäftsführer auf Englisch einen Vortrag. Hinterher habe ich mich dann mit ihm unterhalten und er hat mir auf Englisch erklärt, dass es für ihn als romanischen Schweizer überhaupt nicht lohne, Deutsch zu lernen, denn die alemannischen Schweizer sprechen sowieso alle Dialekt und den könnte man eh nicht verstehen. Darum habe er sich gleich auf das Englisch gelegt. Gleichwohl, immerhin haben es die Schweizer geschafft, trotz der permanenten babylonischen der Sprachverwirrung, die durch die vielen alemannischen Dialekte noch verstärkt wird, doch unter einem Dach auszukommen. Ich finde, daran sollten sich die Engländer, Iren und Schotten, die trotz derselben Sprache auseinanderstreben, mal ein Beispiel nehmen. Nur eine gemeinsame Sprache reicht eben auch nicht aus, um ohne weiteres nationale Eigenheit zu sichern. Das fand ich ganz interessant. Aber ohne Scherz, ich bewundere der Schweizer Mischung aus der Pragmatismus, Eigensinn und Grundsatztreue und auch die Energie, mit der man politische Diskussionen, ob es sich um große oder kleine Fragen führt, gründlich führt und auch bis zum Ende führt. Das ist übrigens auch etwas, was man aus der Schweiz lernen kann. Mag manche Entscheidung auch längere Zeit liegen bleiben, bei vielen Dingen ist es doch besser, eher spät zu entscheiden, als falsch zu entscheiden. Da in Deutschland gab es ja vom Jahr 2003 bis 2005 die der sogenannten Reformen des Arbeitsmarktes unter dem Bundeskanzler Gerhard Schröder. Damals wurde heftig diskutiert, wie man den Sozialstaat für die Zukunft aufbauen kann, wie man den Arbeitsmarkt freundlich machen kann, wie man die Leute dazu bringen kann, Arbeit zu suchen. Es gab heftigste Kontroversen und ich interessierte mich dafür, wie die Schweizer zu ihrer niedrigen Arbeitslosigkeit und ihren hohen Einkommen kam, angeregt durch einen Aufsatz von der Frau Wieder die Mauro, Professorin in Basel, habe ich mich dann in die Zahlen vertieft und stellte etwas fest, was ich sehr interessant fand. Die Schweiz hatte ja damals pro Kopf gerechnet etwa 30% höheres Sozialprodukt oder Einkommen als Deutschland. Und ich habe dann diese Zahlen auf die in der Schweizer Wirtschaft tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden umgerechnet. Und dann stellte ich fest, dass die Einkommen in der Schweiz bezogen auf die geleistete Arbeitsstunde auch nicht höher waren als in Deutschland. Das heißt, der gesamte damalige Unterschied, das ist jetzt 20 Jahre her, von 30% in den Einkommen zwischen Deutschland und der Schweiz, kam daher, dass in der Schweiz anteilig mehr in der Bevölkerung arbeiteten und dass diese im Durchschnitt länger arbeiteten. Aber pro Stunde war es dasselbe. Das Geheimnis des Schweizer Wohlstands im Unterschied zum deutschen Wohlstand lag also schlicht und ergreifend, so meine Erkenntnis, in mehr Arbeit. Und damit natürlich auch in einem Sozial- und Rechtssystem, das die Menschen nicht so sehr behindert, wie das damals in Deutschland üblich war. Auch das beharrliche Festhalten an der eigenen Währung zählt für mich zu den Schweizer Erfolgsgeheimnissen. Im Jahre 1971 wurde unser kleiner Ferienort Bellwald mit dem Rhonetal durch eine Straße verbunden. Das hatte Folgen. In Bellwald entstanden neue Chalets. Die wurden für pro Stück um die 100.000 Franken verkauft. Meine Eltern zögerten, am Ende kauften sie doch nicht. Damals kostete der Franken 70 Pfennig. Heute kostet der Franken umgerechnet in die alte Währung D-Mark 1,80 Mark. Hätten meine Eltern damals doch gekauft. Mittlerweile liegen sie im Grab,
aber ich wäre heute ein wohlhabender Schweizer Immobilienbesitzer. Die ständige Aufwertung der Frankens hat der Schweizer Wirtschaft offenbar nicht geschadet, sondern es hat sie frisch und fit gehalten, was man übrigens auch an den Weltmarktanteilen sieht. Deutschland dagegen liefert, eingezwängt in die Euro-Währungszone, viele seiner hochwertigen Waren tatsächlich viel zu billig ins Ausland. Deutschland hat zumindest bei der Währung seine Souveränität verloren. Die der Schweiz hat sie gewahrt und das ist jetzt ihr Vorteil. Jeder Vergleich zwischen Deutschland und der Schweiz hinkt immer kräftig. Und doch sind solche Vergleiche aufschlussreich. Der Schweiz konnte im Mittelalter entstehen und sie konnte bis in die Neuzeit überleben, weil sie in ziemlich unwegsamem Gelände an der Grenze zweier Machtbereiche lag, nämlich dem Deutschen und dem Französischen. Der dritte große Nachbar ist ja als der moderne Staat erst entstanden, als die Schweiz 1848 endgültig Bundesstaat geworden war. Und diese Randlage der Schweiz, verbunden mit der Anlehnung an hohe Gebirge, war natürlich von Vorteil bei allen künftigen großen europäischen Auseinandersetzungen, die noch kamen. Der Deutsch-Französische Krieg 1870-71, der Erste und Zweite Weltkrieg, später der Kalte Krieg zwischen Ost und West. Immer wurde die Neutralität der Schweiz durch ihre Randlage erleichtert und gefördert. Ein bisschen vergleichbar dem ebenfalls in Randlage befindlichen Schweden. Man darf sich keine Illusionen machen. Hätte der historische Zufall der Schweiz auf das Gebiet des heutigen Belgiens verlegt, so hätte der Schweizer Neutralität im 20. Jahrhundert keine Chance gehabt. Die Neutralität war eine Rezeptur, die in den Verwicklungen der 20. Jahrhunderts wunderbar zur Schweiz passte, aber eben in dieser Form eben auch nur dort. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, es ist das Privileg und das Risiko von Staaten oder Nationen, sich für ihren Weg in der Geschichte zu entscheiden. Es bleibt ihnen aber auch nicht erspart, mit den Konsequenzen ihrer Entscheidung zu leben. Und sie sollten vorsichtig damit sein, aus ihren Entscheidungen, die für sie passen, allgemeine Konsequenzen für das Wohl der Menschheit abzuleiten. Auch für Völker, Staaten und für Nationen gilt Goethes Wort: Ach, was soll der Mensch verlangen? Ist es besser, ruhig zu bleiben, klammernd fest sich anzuhangen? Ist es besser, sich zu treiben? Soll er sich ein Häuschen bauen? Soll er unter Zelten leben? Auch soll er auf die Felsen trauen, selbst die festen Felsen beben. Eines schickt sich nicht für alle, siehe jeder, wie er es treibe, siehe jeder, wo er bleibe und wer steht, dass er nicht falle. Das gilt auch für die unterschiedlichen Wege der Staaten. Die Geschichte zeigt eindeutig, trotz alledem, dass der Freiheit, Wohlstand und ganz allgemein menschliches Wohlergehen am besten dann gedeihen, wenn man eine Kombination von der Demokratie, von Gewaltenteilung und von Marktwirtschaft verwirklicht. Die Geschichte zeigt aber auch eindeutig, dass wir anderen Staaten und Völkern nicht einfach jenes Modell aufzwingen können, das wir selber für das Beste halten. Alles, was dauerhaft funktionieren soll, muss von innen aus einer Gesellschaft wachsen. Der Westen hat das immer wieder missverstanden. So sind seine Interventionen von Vietnam bis Afghanistan gescheitert. Auch die Interventionen der untergegangenen Sowjetunion sind übrigens sämtlich gescheitert. Und gegenwärtig erleben wir, dass die französischen Bemühungen scheitern, in der Sahelzone eine stabile Ordnung herzustellen. Die aktuellen Ereignisse in Afghanistan zeigen in bestürzender Anschaulichkeit, dass der Respekt vor der Souveränität fremder Völker oft auch dort oder meist auch dort die bessere Lösung ist, wo man deren innere Verhältnisse abscheulich findet. 20 Jahre lang gelang es dem Westen nicht, in Afghanistan eine der verlässliche pro-westliche Führungsschicht aufzubauen, die künftigen Geschicke des Landes in ihre Hände nehmen konnte und wollte.
So war der Abzug am Ende unvermeidlich und als das Schwachsinnige, wie sich die Aussage des ehemaligen Verteidigungsministers Peter Struck, SPD, die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt. Der für Deutschland zeigt die Katastrophe von Afghanistan ein dreifaches Staatsversagen an, übrigens für alle Staaten, die dabei beteiligt waren. Erstens ein intellektuelles Versagen. Inhalt und Charakter der Militäroperation waren niemals klar durchdacht worden. Es fehlte von Anfang an durchgehend eine Strategie. Die deutsche Politik, das schwankte zwischen Militäreinsatz und Aufbauhilfe. Sie übersah das schon zitierte Einsicht Napoleons, man kann mit Bajonetten alles machen, außer auf ihnen sitzen. Organisatorisches Versagen. Die Bundesregierung und ihre Geheimdienste waren offenbar niemals in der Lage, sich von der Situation in Afghanistan ein einigermaßen zutreffendes Bild zu machen. Oder die warnenden Stimmen der Experten wurden übergangen, was noch schlimmer wäre. So kam es zu verheerenden Fehleinschätzungen. Es gebe nach dem Abzug der NATO noch Monate Zeit bis zu einem endgültigen Sieg der Taliban. Und dann das moralische Versagen. Beim Fall von Kabul und bei der Machtübernahme durch die Taliban war die Rettung der Helfer und ihrer Familie noch nicht einmal eingeleitet worden. Dabei hätte man dieses sicherlich vor einem Abzug tun müssen. Stattdessen gab es in Berlin ewige Sitzungen der zuständigen Beamten des Innenministeriums, Außenministeriums, Kanzleramts und Verteidigungsministeriums, wo es um Visabürokratie und Ähnliches ging, während sich die politisch Verantwortlichen, die Bundeskanzlerin, der Außenminister und die Verteidigungsministerin seit Monaten offenbar für diese Fragen nicht interessieren, sondern allenfalls salbungsvolle Worte sprachen. Für die Welt gilt, das ist leider jetzt auch für Deutschland unangenehm, der wer solche Freunde hat, braucht eigentlich keine Feinde mehr. Für die im Herbst zu wählende neue deutsche Regierung stellt das Desaster zwei wichtige Lehren bereit. Erstens, Deutschlands und Europas Sicherheit wird nicht am Hindukusch verteidigt und doch sonst nirgendwo in Afrika oder Asien, sondern ausschließlich in Europa. Die Bundeswehr muss wieder eine ernstzunehmende europäische Landstreitkraft werden. Natürlich ist Sicherheit nur mit unseren großen Nachbarn möglich, mit Frankreich, mit Polen und ja, auch mit Russland. In diesem Rahmen muss man über deutsche Sicherheit diskutieren. Und in diesem Rahmen muss man wehrhaft sein. Zweite Lehre. Interventionen in die Staatsgebiete und inneren Angelegenheiten anderer Völker sollten ohne Ausnahme unterbleiben. Nicht grundsätzlich, sondern ohne Ausnahme. Außer sie dienen unmittelbar der Selbstverteidigung. Die Zeit der Eroberungen ist vorbei. Parlamentarische Demokratie und das westliche Verständnis von Freiheit und Selbstverwirklichung lassen sich anderen Völkern, Kulturen und Gesellschaften nicht von außen aufdrücken. Nach der historisch gesehen, wenn ich mir meine eigene Geistesgeschichte anschaue, war ich mit 20, 30 Jahren ein Interventionist, ein Kind des Kalten Krieges. In meiner persönlichen Entwicklung bin ich, was die Interventionen von Staaten in die Geschicke anderer Länder angeht, in den letzten 40 Jahren zu einem strikten Interventionsskeptiker geworden. Schauen wir uns die Urkatastrophe Europas an, den Ausbruch des Ersten Weltkriegs und der unglückliche Rolle, welche dabei Deutschland spielte. Das Deutsche Kaiserreich hätte im Juli 1914 dem Kaiserreich Österreich-Ungarn deutlich machen müssen, dass es trotz der Ermordung des österreichischen Thronfolgers eine militärische Intervention in Serbien nicht unterstützen werde
auch Bündnisverträge muss man dann beiseite legen, wenn sie den eigenen Interessen schaden. Und Deutschland hätte den Briten deutlich machen müssen, dass es der belgische Neutralität in jedem Fall respektieren würde. Mit diesen beiden diplomatischen Demarschen wäre der Erste Weltkrieg ausgefallen. Was wären die Folgen gewesen? Ob Österreich-Ungarn als der Vielvölkerstaat überlebt hätte, ist für mich historisch ungewiss. Aber ganz sicher ist, Deutschland würde heute noch, genau wie die Schweiz, sicher in den Grenzen von 1914 bestehen. Und wie weit Deutschland 1914 reichte, kann ja jeder auf der Landkarte nachschauen. Noch wichtiger, die russische Revolution wäre ausgefallen. Sie war letztlich ein Produkt des Ersten Weltkrieges. Der Kommunismus und der Stalin-Terror hätten sich in dieser Form nicht verbreiten können. Und das Allerwichtigste, der Gefreite aus Österreich, der im Ersten Weltkrieg in der Bayerischen Armee gedient hatte, wäre niemals deutscher Reichskanzler geworden. Das war jetzt ein Stück der kontrafaktischen Geschichtsschreibung. Sie zeigt aber, welche Folgen unbedachte Interventionen in die Geschicke anderer Länder haben können. Unbeabsichtigte Folgen, aber möglicherweise katastrophale und auch Folgen, welche jahrhundertelang nachwirken. Eine Anwendung der grundsätzlichen Überlegung auf viele Konflikte der Gegenwart ist möglich und sie ist aus meiner Sicht unbedingt geboten. Historisch bedingt hatte die Schweiz dazu ihrem Glück nie die Versuchungen und die damit verbundenen Gefährdungen, denen Deutschland ausgesetzt war. Der Schweiz war immer zu klein und sie war lange Zeit auch zu arm, um militärisch jenseits ihres historischen Einzugsbereichs zu agieren. Sie war vielmehr froh und dankbar, wenn ihre Nachbarn sie in Ruhe ließen. Deutschland dagegen wurde immer wieder geplagt durch Anfälle von Größenwahn, die zu Abenteuern einluden. Und das hätte auch eine jahrtausendealte Geschichte. Die mittelalterliche Kaiserwürde, die vom Papst im Jahr 800 Karl dem Großen verliehen wurde, knüpfte ja unmittelbar an das Römische Reich an. Als Folge verbrachten deutsche Kaiser vom Jahr 800 bis in die Neuzeit hinein häufig mehr Zeit auf diversen Feldzügen in Italien als in Deutschland nördlich der Alpen, wo sie eigentlich hingehörten. Und das ist dann die andere Versuchung. Das war und ist die deutsche geografische Mittellage in der Mitte des Europas. Und das begleitende Missverständnis, man sei so etwas wie ein europäisches Reich der Mitte mit entsprechenden Dominanzansprüchen. Spätestens seit der Reichseinigung 1871 war es ein deutsches Problem, dass das Land, das zu klein für eine Weltmacht, aber doch zu groß und mächtig für Europa war. Darum war es, das meine ich auch heute noch, nach dem Zweiten Weltkrieg richtig, Deutschland in eine internationale Sicherheitsarchitektur einzubinden, für die heute die NATO steht. Und es war richtig, im Jahr 1957 mit den römischen Verträgen einen gemeinsamen Markt mit gemeinsamen Regeln zu schaffen für einen fairen marktwirtschaftlichen Wettbewerb in einer gemeinsamen Zollunion, analog dem 1834 der gegründeten Deutschen Zollverein. Die einfachen und klaren Regeln der Deutschen Zollvereins, davon Friedrich List betrieben und 1834 gegründet, bewährten sich im 19. Jahrhundert schnell. Sie hatten in ihrer Struktur weitgehend unverändert 80 Jahre Bestand bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Tatsächlich bildete der Deutsche Zollverein die ökonomische Vorstufe für das 1871 der kleine deutsche Kaiserreich. Er hätte aber auch ohne politische Einheit Sinn gebracht. Genau mit dieser Analogie beginnt der Irrweg der europäischen Idee nach dem Jahr 1957. Das der Europa der Sechs, die ursprüngliche EWG, umfasste, wenn man auf der Landkarte schaut, mit Ausnahme Süditaliens, das gehörte damals nicht dazu, und der Schweiz, die gehörte damals dazu,
ziemlich genau auf das, zum Gebiet des der fränkischen der Reiches unter Kaiser Karl dem Großen. Das heißt, die, also nach der territoriale der Kontinuität zur alten der fränkischen Reichsidee schien gegeben zu sein. Genau in dieser der kulturellen Kontinuität schien damals für eine kurze Sekunde in der europäischen Zeitgeschichte auch eine staatliche Einheit im europäischen, der Kerneuropa möglich. Die französische, der Fünfte Republik unter der Charles de Gaulle wollte diesen Weg aber nicht gehen. Es kam die der Politik des der leeren Stuhls der Franzosen in Brüssel und letztlich entschied man sich damals nicht zu einer Vertiefung Richtung Bundesstaatlichkeit, sondern es kam zu einer EWG-Erweiterung, die irgendwann zur EG und dann zur EU wurde. Unterstützt wurde dieses dieses Konzept durch die integrationsfreundliche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Er zog für die EWG, dann EG, dann EU im Laufe der Jahrzehnte immer weitere der Zuständigkeiten in die Zentrale nach Brüssel. Es gab zwar Meilensteine auch, wie das freie Niederlassungsrecht für die EU-Bürger, es gab den gemeinsamen Schengen-Raum, es gab die Einführung des Euro, aber gleichwohl gab es neben diesen politischen Entscheidungen einen ständigen anhaltenden Trend zu immer mehr zentralen Entscheidungen auf immer mehr Gebieten. Und das führt zu wachsenden Divergenzen, einem wachsenden Unwohlsein in der Europäischen Union. Hier begannen dann auch irgendwann die ersten Bruchlinien. Der Großbritannien, der verweigerte sich dem Euro, es hielt am britischen Pfund fest. Spätestens im Jahr 2015 mit der Migrationskrise wurde deutlich, dass der gemeinsame Schengen-Raum, zu dem ja auch die Schweiz gehört, ohne gemeinsame Asyl- und Einwanderungspolitik nicht funktionieren kann. Und schließlich verfolgten die nach dem Fall der Mauer der neu beigetretenen Staaten Osteuropas in der Einwanderungs- und Asylpolitik einen ganz anderen Kurs als der alte europäische Westen. Auch gibt es Meinungsunterschiede darüber, wie man mit den Folgen der Klimawandels politisch umgehen sollte. Der im Augenblick der von Deutschland eingeschlagene Kurs wird ja selbst von den Franzosen so nicht mitgetragen und er könnte möglicherweise bald einen neuen Wirklichkeitstest ausgesetzt sein und sich als utopisch erweisen. Und in alle diese Unsicherheiten hinein, die ja weiterwirken, die ich jetzt auch hier nur kurz und aufrisshaft beschreiben könnte, platzte schließlich dann Anfang 2021 der vollzogene Austritt der Großbritanniens aus der EU. Maßgebend war im Kern, dass die britische, der politische Kultur es nicht akzeptierte, dass es oberhalb der britischen Parlaments eine Entscheidungsebene geben sollte. Also dasselbe Kernargument, was heute Morgen vorgetragen für die Schweiz von Christoph Blocher. Letztlich waren sich dann die Briten parteiübergreifend mit einer klaren Mehrheit einig, dass das so nicht geht. Und das führte dann zum Austritt, zum Brexit mit dem Aufhänger der Einwanderungsfrage. Bislang ist nicht erkennbar geworden, dass der Austritt den Briten wirtschaftlich schadet. Das aktuelle Wirtschaftswachstum in England weist im Augenblick eher auf das Gegenteil hin. Für mich ist das aber auch gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist für mich, und darum hat der Brexit schon eine zukunftsweisende Bedeutung, dass es jetzt in Europa neben der Schweiz noch ein weiteres der demokratisches Gegenmodell für einen erfolgreichen, wohlhabenden Industriestaat gibt, das sich der supranationalen Einbindung entzieht. Großbritannien und die Schweiz liefern die Benchmarks, an denen sich künftig die Europäische Union immer wieder neu messen lassen muss.
Das gilt für den Umweltschutz, das gilt für die der Klimapolitik, das gilt für das Wirtschaftswachstum, für den Massenwohlstand, für die Forschungsleistung und für vieles andere mehr. International gibt es übrigens überhaupt keinen Hinweis darauf, dass die Größe eines Staates als solche Trumpf sein könnte. Da schauen wir in den fernen Osten. China ist ohne Frage nach der erfolgreich groß und stark. Aber Länder wie Taiwan, Singapur, der Südkorea, Japan sind gleichfalls von fernöstlichem Fleiß und Bildungseifer geprägt und sie lassen, was also Produktivität, Wohlstand und Demokratie angeht, im Augenblick noch und wohl auch noch auf sehr lange Zeit, dass der mächtige China weit hinter sich. Also nehmen wir Abschied von der Idee, dass die Größe oder die außenpolitische Macht eines Landes irgendwas mit der Stabilität seiner inneren Verhältnisse, mit dem Wohlstand oder mit Demokratie zu tun hätte. Letztlich sollte auch international gelten, lasst doch der Wettbewerb unter den Staaten entscheiden und lassen wir nicht zu, dass sich dabei da die Kleinen von den Großen erpressen lassen. Das ist der eigentliche Sinn einer internationalen Weltordnung. Ich finde es persönlich nicht weiter schlimm, dass der geplante Binnenmarktabkommen der EU zunächst einmal geplatzt ist. Der Schweizer Export, da bin ich sicher, wird da trotzdem weiter da florieren. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass die Schweizer gegen das Klimaschutzgesetz gestimmt haben. Auch deshalb wird die Schweizer Energieversorgung nicht zusammenbrechen. Man kann ja in 10 Jahren vergleichen, welchen relativen Erfolg die Schweiz und Deutschland bei der Reduktion der Klimagase hatten und in welchem Maße es dabei gelungen ist, die heimische Industrie zu schützen und zu transformieren. Am Ende zählen Wohlstand, Wirtschaft, Arbeitsplätze. Der Souveränität ist das schwer erworben, das wissen Sie aus Ihrer Geschichte, und sie ist leicht aufgegeben. Dazu reicht möglicherweise nur ein Federstrich. Der Irrtum ist bei menschlichen Entscheidungen immer eingeschlossen. Umso besser, wenn man Irrtümer auch wieder revidieren kann. Deshalb Vorsicht. Und mit Mauro möchte ich sagen, das gilt auch international. Nach der Last 100 Blumen blühen. Vielen Dank.